So, da ist er nochmal. Fleißiger Pink ist fleißig heute. Und wir haben nochmal ein schönes Replay. Akriox gegen Who's First, ein PvP auf Ohana. Und das Ganze ist auch noch Wings of Liberty. Und zwar ein etwas älteres Wings of Liberty Spiel, wo noch nicht mal hier das alles angezeigt wird. Hier die ganze Schickimicki-Funktion. Ja, ist mittlerweile mein 19.000. Replay, was ich hier heute durchziehe. Also das 9. Ja. PvP, wie gesagt, auf Ohana, Wings of Liberty. Was hat man da zu den alten Oldschool-Zeiten gespielt? Ich weiß es nicht. Gab's da schon One Gate Expo? Was hat man gespielt? One Gate, 2 Gate, 3 Gate, Robo, Bling All-In, Robo All-Ins, Proxy, Starport? What League? Fragt Akriox. Ich habe keine Ahnung, wer das hier zugeschickt hat. Beides neue Namen. Akriox und Who's First? Oh, Goldliga, ja. Kiki. Goldliga PvP, also wahrscheinlich so Gold-Platin. Oder vielleicht auch ein Silberspieler hier, ja, der hier gegen ein Gold spielt. Oder ein Gold, der gegen ein Platin spielt. Ich weiß es nicht. Akriox ist auf jeden Fall Gold. So, Gateway Gas. Gateway Gas. Schauen wir mal. Da, 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 da. Und ihr könnt ja übrigens auch nochmal in die Comments reinschreiben. Ich hatte ja den Fail mit diesen zwei Replays, die ich gemacht habe, wo ich aus Versehen vergessen habe, den Ton anzuschalten. Ihr könnt ja hier auch nochmal, ne, ob ihr wollt, dass ich die noch mit hochlade. Weil gerendert sind sie schon. Ja, ist halt nur ohne Kommentar, hatte ich ja schon in einem der vorangegangenen Replays mal gesagt. Ich habe zwei Replays aufgenommen, wo aus Versehen das Mikrofon gemutet war und das ist blöd. Das waren zwei sehr gute Spiele und ich habe mich sehr geärgert und ach, blöd. Ah, Who's First? Reißt die Akriox die Prop ab hier. Ach, du große Güte. So, Gateway Core. Ein Gas, Gateway Core. Doppelgas bei Akriox. So, hier wird der Bersi geskippt, wie man hier unschwer sehen kann. Hier drüben ebenfalls. Oder wartet er auf Kohlen? Nö. Keiner von beiden baut was. Auch hier jetzt das zweite Gas. Also, ich meine Units. Es gibt hier gleich den Stalker mit Boost. Und hier erstmal Warp Gate Tech. Oh, meine Maus ist gerade ausgegangen. Ich bin schon gewundert, wann endlich mal der Akku alle ist. Kurz die Maus anschließen. Strom. Ah, jetzt geht's wieder. Nu geht's wieder, hier der Maus. Hier, guck an. Wundervoll. Wie das hier aussieht. Voll komisch. Man kann auch nicht draufklicken und nix. So, One Gate Robo bei Who's First und hier unten One Gate Twilight und eine Probe hier reingeschlichen. Ist das fies. So, wir checken mal eben kurz den Work-Account. Vier mehr für Akriox, der hier auch mal schön seine Base abscoutet und die Prop findet. Das war nett hier, ja. Also, das ist ein schöner Move hier. Das ist, ja, das gefällt mir gut. Dass er eben mit dem Stalker seine Luken abscoutet hier. Die Twilight ist fertig. Zweites, drittes Gateway. Was soll es geben? Bling, Kohle wäre da. Oder auch Dark Shrine Geld. Ja, und es gibt hier den Dark Shrine. Der dunkle Shrine. Aber ich sag euch was. Hier vorne war ja schon da die Robo im Bau. Deswegen die T-Play von Akriox. Schauen wir mal. Sollte aber theoretisch nicht so gut laufen. Oder wird das vielleicht eine DT-Expansion? Auch das gibt's ja. Von Akriox hier. Vielleicht wird's gespielt, vielleicht auch nicht. Wir wissen's nicht. Auf jeden Fall geht er mit dem Stalker Nummer 1 mal an den Watchtower. Hier vorne kommt dieser Protoss-typische Pylon. Jetzt nicht unbedingt hier, aber gern halt auch da oder eben hier hinten. Ja, auch hier wird gerne mal, ja, da ist er, da wird auch ganz gerne mal einer hingestellt. Observer auf jeden Fall geht raus. Nächster Pylon. Warp Gate Tech ist durch. Die Lukentechnik. Zorker Sentry am Start. Ja, und es ist halt, wie ich sagte, die TTT-Expansion hier. Ja, die Buden gehen auch hier gerade auf. Observer sieht hier den Stalker am Watchtower. Hier drüben nochmal die eine Prop.
Ah, Force Field, zu spät. Ah, Robo auf jeden Fall noch gescoutet und dann, ich weiß nicht. Ah, Dark Shrine lässt er auf jeden Fall durchgehen. Ah, warpt er hier vorne mal einen rein. Ein Dunstlümmel. Und er hier hat hier... Mein Leben für Ajur. Ich wollte gerade sagen, er hat hier vielleicht nur die Echse gescoutet und ist dann wieder umgedreht. Aber er hat nicht mal die Echse gescoutet. Ja, jetzt geht's hier weiter. Aber wann gibt's hier mal ein DT? Ist auch recht wenig Worker hier. 12 Stück ist nicht so viel. Ja, jetzt hat er halt den Fehler gemacht. Er hat hier nur die Echse gesehen. Aus Schlor, hau ich wieder ab. Ja. Der kennt den Dark Shrine nicht. Hat keinen zweiten Observer. Aber wann kommt hier denn endlich mal der Dünstlümmel hier angefahren? Hier, der Typ hier. Ah, das macht er hier auch sehr gut. Beginnt schon mit Long Distance Mining. Hat er hier seine 16 drauf. Das ist sehr, sehr gut. Ah, jetzt kommt er hier mal raus mit seinem ganzen Gerümpel. Aber warum bringt er denn keinen DT, wenn er schon den Dark Shrine spielt? Das, ja, verstehe ich nicht. Observer, weiteres Gateway. Ah, sieht jetzt auch, dass da einiges angerauscht kommt. Und gerade jetzt wäre doch mal so ein Zeitpunkt, wo man hier mal eins und DT warpt und mal hier reinschickt. Da, schade. Sehr, sehr schade. So, jetzt werden die Gateways erstmal durchgeboostet hier. 10 Supply ist Akriox vorne. Aber das sind hier eine Menge Worker. Der hat hier nicht sonderlich viel, der Who's First. Who's First. Ah, endlich mal ein paar DTs hier. Die hätte er schon längst mal bringen können. Jetzt gibt es hier nochmal weitere Berserkerchen. Ah, 3 DTs. Wenn er schlau ist, reißt er gleich erstmal mit denen hier die Robo ab. Und dann, ja, geht's los. Aber er geht direkt in die Eco. So, 3 DTs rasten hier dermaßen aus. Und jetzt checkt das. Ah, da werden mal ein paar Versis reingeworbt. Der Angriff hier vorne wird erstmal abgebrochen. Ah, schlitzt hier ein bisschen ziellos durch die Gegend. Wie wird reagiert jetzt hier von Who's First? Der steht mit seiner Armee, weiß nicht, wo vorne und hinten ist. Ah, Observer jetzt nochmal mit dabei. Jetzt hat er hier schon einen Pylon abgerissen. Der Nexus stirbt. Who's First hat auch kein Geld für einen neuen. Es sei denn, er hat schon irgendwo hier eingestellt. Ah, er geht jetzt wahrscheinlich hier vorne all in. Mit allem, was er da so hat. Aber mittlerweile ist natürlich von Akriox hier genug. Ja, kein Problem hier. Ich hau einfach ab. Ja. Soll das? Soll der Geiz? Ah, hier, jetzt geht's aufs Gas hier vorne. Die Pylone hier. Nichts mehr zu machen, denke ich mal. Who's First? Keine Kohle. Wie das auch alles komisch aussieht mit der Schrift hier und alles. Mann, oh Mann, ist das ein Oldschool-Scheiß hier. Dieses Wings of Liberty hier. Nee, Quatsch. Ja, obwohl die DTs halt viel zu spät waren, klappt es halt dennoch wunderbar. Und hier vorne ist mittlerweile alles abgeschaltet. 2 DTs machen Pause. Who's First? Fighting. Aber, ja, Kiting jetzt sogar nochmal am Ende. Aber das nützt alles nichts. Der Immortal hier in der Ecke. Scheiße, wo soll ich hin? Hier ist nichts mehr. Ich will mich vom Cliff stürzen. Ja, GG. Who's First? Hat das Spiel verlassen. Akriox, Junge. Ja, beim nächsten Mal die DTs ein bisschen früher losschicken. Ansonsten war das gut gespielt. Kann man nichts zu sagen. Goldliga hier, geil, Alter. Also Leute, abonnieren, kommentieren, liken, alles anklicken und so weiter. Goldliga PvP, Akriox gegen Who's First und ich bin raus. Und ja, ne, tschüss, bis zum nächsten Mal. Wiedersehen.